Schön. Okay, wir wollen eine Metro bauen, ne? Ich guck mal kurz, ich hole mir mal kurz ein bisschen Inspiration wenigstens. Ein bisschen wenigstens. Wie man das so angehen könnte. Ja. 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 Okay. Gut. So in etwa habe ich mir das gedacht. So in etwa habe ich mir das auch gedacht. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Musik. Musik. Musik, wo bist du? So. Kann man eigentlich. Ach, jetzt habe ich den. Fuck, den Chat da drüber. Pinkelst du öfter auf deinen Bürostuhl? Weiß ich nicht. Warum? Warum? Ja gut, ich fange zumindest schon mal an auszuheben. Alles gut. Das kann nämlich ein bisschen länger dauern. Was ich fragen wollte, kann man? Kann man? Kann man jetzt zum Beispiel auf diese Spitzhacke, die wir hier haben, ne? Könnte ich da jetzt auch irgendwie Effizienz 4 drauf machen? Geht das irgendwie? Schon wieder auf dem Stuhl? Ist schon was drauf, oder? Ja, genau. Also wir haben Effizienz 2 drauf, aber können wir das irgendwie auf Effizienz 4 verbessern? Du hast bevor wieder auf den Stuhl gesagt. Echt? Oh. Scheiße, das habe ich nicht verraten. Nee. Mit einem Buch müsste es gehen. Okay. Oh. Ja, nee, eigentlich pinkel ich da selten drauf. Also eigentlich fast gar nicht, aber es ist ja toll, dass ich gesagt habe, wieder. Nein. Nein. Also das ist zum Glück bis jetzt noch nicht passiert. Ich bin schon eingepennt hier, ja, das ja. Das weiß ich, ich habe irgendwie Folgen geschnitten und habe mir nebenbei irgendwie Dings angemacht, Family Guy. Wo ist das immer noch so laut? Hab mir nebenbei Family Guy angemacht und bin dann irgendwann bin ich eingepennt. Ich weiß auch nicht. Da habe ich kurz die Folge geguckt, weil ich die noch nicht kannte. Und bin dann eingepennt tatsächlich. Hier. Für 4 Stunden fast. Es war irgendwie so um 3:30 und bin dann irgendwann wach geworden um 7:30, 8 oder so. Ja. Und war dann irgendwie echt verwirrt. Die du über Apple TV gekauft hast. Ja, Kati. Cassie, Alter, drück ruhig noch rein. In die Wunde. Danke. Muss eine gute Folge gewesen sein. Ich gucke Family Guy immer zum Einpennen. Immer. Und irgendwie war das da dann auch so. Und da war ich weg. Keine Ahnung warum. Wie das passieren konnte. Und du bist einmal eingepennt, als du mit Grand-Kumpanen Minecraft gespielt hast? In Life in the Woods? Nee, Quatsch. Nee. Ich bin doch noch nie im Stream oder in den Let's Play-Aufnahmen eingepennt. Nee. Oder? Nee, ich bin. Als ob ich schon mal live eingepennt wäre. Never ever. Also, es wäre mir neu. Das wäre irgendwie schon lustig. Es wäre halt theoretisch gesehen sogar ein Grund, gebannt zu werden, ne? Weil auf Twitch darf man ja nicht streamen, wenn man pennt.
Oder gilt das nur, wenn du, dass du halt nicht längeres Schlafsessions sozusagen nutzt? Du warst auf jeden Fall kurz davor. Okay. Also ich weiß, dass du auf Twitch zum Beispiel, also der Unge oder auch der Excel, die streamen auf YouTube immer wie sie am Pennen sind, ne? Und ich weiß, dass du das auf Twitch nicht darfst. Also du darfst auf Twitch nicht filmen, wie du schläfst quasi. Aber das würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Ich halte sowieso von diesen ganzen 24-Stunden-Stream-Geschichten, halte ich jetzt sowieso nicht allzu viel, muss ich sagen. Weil ich mir halt einfach denke, irgendwie, ja, weiß ich nicht, also 24 Stunden ist halt schon krass. Du bist mal beim Stream kurz weggenickt, wie Sekundenschlaf, ist schon ein bisschen länger, echt jetzt? Gibt's da einen Clip von? Gibt's viele, die das machen, echt? Wie gesagt, vielleicht ist es auch gerade nur gefährliches Halbwissen, das ich gerade habe. Aber wenn man überlegt, dass es schon Chinesen gibt, oder war das Chinesen oder Japaner, ich weiß es gar nicht, die 48 Stunden Diablo am Stück gespielt haben und sind dann gestorben. Boah, weiß ich nicht, da halte ich von diesen ganzen Stream-Marathons eigentlich relativ wenig. Ich sag mal wirklich so 12 Stunden, so wie beim Erik jetzt zum Beispiel, ist aber auch wirklich schon die harte Grenze. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alles Weitere finde ich dann schon irgendwie zu übertrieben. Vor allem das Sitzen ist schon heftig. Ja, halt echt. Ich meine, ich könnte es sowieso nicht machen, ja, wegen Hunde. Musician macht jedes Jahr einen 100-Stunden-Stream. Höchstens bei Erik. Ich glaube, war das bei Fallout bei Erik oder war das bei Red Dead Redemption letztes Jahr? Aber 100 Stunden ist halt auch schon, boah. Finde ich auch schon too much, ehrlich gesagt. Finde ich auch schon too much. Gesund ist es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, finde ich viel zu übertrieben. Kommt immer drauf an, wie viel man isst und trinkt. Ja, aber trotzdem. Nee, Digga. Alle 2 Stunden macht er 30 Minuten Pause, um zu pennen. Nee. Also beim besten Willen, ganz ehrlich, nee. Das wird es bei mir hier wahrscheinlich nie geben. Dann ist der Funk mit seinen 24-Stunden-Burger-Streams. Was ist denn das? Was ist ein 24-Stunden-Burger-Stream? Kenne ich jetzt auch nicht irgendwie. Sind die nur im Spiel gestorben oder real life? Ich weiß, dass es damals tatsächlich, ich weiß nicht mal, ob es ein Chinese war, also es war irgendwas Asiatisches auf jeden Fall. Die haben 48 Stunden am Stück Diablo gezockt, also richtig durchgesuchtet und gesuchtet und sind dann tatsächlich daran gestorben. Weil die halt teilweise wirklich zu wenig getrunken haben. Die waren logischerweise nicht auf dem Pott gewesen. Und das ist halt schon krank. Sorry, aber das ist halt schon echt krank. Die Meldung ist, ich weiß das, weil ich das damals selbst auf PlayNation geschrieben habe als News. Deswegen weiß ich das, dass das Game damals rausgekommen ist. In Südkorea. Ja, es kann auch Südkorea gewesen sein. Streaming-Marathons sind nicht so schlimm, wenn man das macht wie bei Loot für die Welt, wo sie mehrere Leute haben. Ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Rocket Beans ja genauso. Rocket Beans haben ja auch hunderte Leute da irgendwie angestellt, die dann irgendwie vor der Cam sitzen oder Shows machen. Das ist ja was anderes.
Aber als einzelne Person 100 Stunden streamen, so wie ein Musician das macht. Puh. Puh. Kritisch. Sehe ich irgendwie kritisch. Aber das muss natürlich auch jeder selbst wissen. Aber das Ding ist, also ich persönlich, ich fühle mich ja schon irgendwie nach den 5-6 Stunden, die wir immer streamen, fühle ich mich ja schon irgendwie bräsig in der Birne. Und habe den Drang, irgendwie mal rauszugehen oder mal irgendwas, ja, weiß ich nicht, zu bewegen. Einfach mal rumlaufen. Und wenn es nur doofes Rumlaufen ist. Wollweich, danke, danke, danke. Freut mich, freut mich. Genau dafür sind die Streams da. Mal im Flur stehen, im Flur auf und ab gehen. Mit meinem Monokel. Und über die gute alte Zeit nachdenken. Damals, als ich noch gestreamt habe. Irgendwelche haben einen Stream bis zum GTA 6 Launch gestartet. Oh Gott. Okay, das ist krass. Das ist, ja, viel Spaß. RIP. Das Ding bei GTA 6 ist ja ganz ehrlich, Rockstar Games ist halt total unberechenbar. Ja? Ich meine, die haben jetzt mit Red Dead Redemption für PC, die PC-Version kommt ja jetzt bald raus. Und theoretisch gesehen, wenn du es richtig nimmst, theoretisch gesehen, könnten die jetzt am 10. November eine Ankündigung bringen, dass sie am 16. November den ersten Trailer zu GTA droppen. Aber genauso gut kann es bei Rockstar Games sein, dass du noch 2 Jahre auf den ersten Trailer warten musst. Und das finde ich bei Rockstar Games immer so krass. Du kannst halt überhaupt nicht voraussagen oder voraussehen, wann die jetzt irgendwas bringen. Das ist zwar cool, aber es ist auch echt nervenaufreibend, muss ich sagen. Und ich persönlich finde, es wird Zeit für neues GTA tatsächlich. Es wird einfach Zeit. Und wenn man es richtig nimmt, wir hatten auf der Xbox One, auf der PS4, auf dieser Generation, hatten wir noch überhaupt kein GTA gehabt. Ja, kein richtiges. GTA 5 ist ein Remaster im Grunde genommen gewesen, von der 360. Und was ich auch, also was ich super schade und tatsächlich auch ein bisschen enttäuschend finde, ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie so eine Art Spin-Off mal wieder machen, ja. Also wirklich wie GTA Vice City zum Beispiel oder San Andreas, das fand ich halt total geil eigentlich. Und ich hatte so ein bisschen gehofft tatsächlich, dass sie das auch bei jetzt machen. Einfach so als zwischendrin mal wieder so, weißt du, einfach mal wieder so ein GTA droppen, wo halt, das muss ja nicht irgendwie mega riesengroß sein und voll die fette, krasse Superstory. Aber einfach so ein bisschen Futter für die GTA-Seele, verstehst du? Das fand ich ein bisschen schade, dass da nichts kam, tatsächlich. Ja, oder auch Story-DLC für GTA, absolut. Für GTA 5 kam halt auch nichts und das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich meine, klar, man hat sich auf GTA Online konzentriert, das ist ja auch verständlich irgendwo, ne? War das große Zugpferd, aber ja, ich hätte mir da irgendwas anderes mal gewünscht. Wie gesagt, so ein GTA-Spin-Off hätte ja schon vollkommen gereicht. Dann wäre die Gier nach GTA 6 jetzt auch nicht so groß. Was könnte man für geile GTA-Spin-Offs machen? Ich meine, wie cool wäre, jetzt sagt wahrscheinlich der eine oder andere, ja, Tobi, das ist ja total ausgelutscht, aber wie cool wäre zum Beispiel DEA, Mexiko, Amerika, Kampf, Drogen, Kartelle und sowas. Einfach so Art GTA Mexiko oder sowas. Oder, ja, von mir aus auch mal GTA in einem anderen Land, ja. GTA Tokio oder irgendwas Spin-Off-mäßiges. Ich meine, da hätte man doch bestimmt irgendwas machen können. Das finde ich halt schade. Oder GTA im Mafia-Universum. Ja, absolut. Die Narcos-Story, ja. Das ist halt schon echt mega schade. Ich meine, klar, Rockstar Game hypt halt eben, ne, ist klar, deswegen haben die auch solche Verkaufszahlen, auch vollkommen zu Recht. Aber ich finde es schade, dass man nicht zumindest ein bisschen Futter gibt und sagt, hey, jetzt nach 5, 6, 7 Jahren bringen wir mal so ein GTA-Spin-Off raus. Weil ich fand Vice City und San Andreas fand ich sogar besser als GTA 4 und GTA 3 tatsächlich. GTA 4 war Legende, klar, ne? Ist legendär mit Niko Bellic und so. Oder Niko Bellic. Aber GTA Vice City und GTA San Andreas sind halt einfach legendäre Spiele.
Ein Spiel mit allen bisherigen Maps. Ja, oder halt wirklich, wie gesagt, eine Art San Andreas Add-on für GTA 5 und ein San Andreas Add-on mit Vice City. Einfach nochmal 10 Stunden irgendwie wie neue Missionen, kleine Nebengeschichten und sowas. Es gab auch so viele Charaktere bei GTA 5. Das hätte doch super reingepasst. Das wäre halt echt nice gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, okay, komm, wir bringen nochmal 2 kleine Inseln oder so mit dazu. Ja, so Best of Vice City, Best of San Andreas mit den coolsten Orten oder sowas und setzen halt einfach mal irgendwelche Story-Charaktere mit rein, wo du so 10 Missionen nochmal hast oder so. Ja, ist schade. Die meisten fanden das 4 nicht so gut. Ja, gut. Ich meine, wo kritisiert man hier GTA auf welchem Niveau? Ja, das muss man halt immer sehen. Ich meine, GTA 4 war jetzt sicherlich nicht perfekt, aber trotzdem halt immer noch ein extrem gutes Spiel. Coole Story, extrem, extrem coole Grafik für damalige Verhältnisse, extrem spannend auch irgendwo, ja. Weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass sich Rockstar Games jetzt durch GTA Online und Red Dead Online jetzt zu so einer Art Service-Game-Entwickler entwickelt, weil das wäre echt schade. Also wenn sie wirklich nur noch so eine Geschichten für Online bringen und so Mikrotransaktionen-Geschichten. Ich hoffe, dass Rockstar Games sich auf jeden Fall noch auf seine, ja, ich sag mal, auf seine alten Tugenden, wie nennt man das nochmal, das Wort hier, wie heißt es, beruft, nee, konzentriert, das ist es. Ja, mal gucken. Mal schauen. Besinnt. Danke. Das war das eigentliche Wort, was ich gesucht habe. Besinnt, konzentrieren. Ja gut, ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche. So. Boah, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hier vorne kommt dann der Eingangsbereich hin. So. Da kommen Metallgitter hin mit so einer Durchschleuse quasi. Und da würde ich sagen, machen wir hier links und rechts so ab hier ungefähr. Beginnen wir dann mit den Gleisen. Gleisen. Gitter, genau. Oder vielleicht. Vielleicht machen wir es aber auch. Wir müssen mal gucken, wie genau wir es machen. Ich würde sogar vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter rausgehen. Ich überlege gerade. Ja, noch ein bisschen weiter raus hier. Wir gehen mal noch bis hier hin. So, das hauen wir mal noch weg hier. Die Gleise sind tiefer als der Bahnhof. Ja, genau. Ach, fuck, jetzt habe ich einen zu weit. Egal. Geh bald noch rein. Scheiß drauf. Drauf geschissen. Das Ding ist, Elfle mit TNT, ne? Mit TNT bin ich halt echt immer vorsichtig, weil ich kann nie einschätzen, wie weit das sprengt, ne? Das ist halt immer das Ding. Ich bin bei TNT mal extrem vorsichtig. Ich habe da immer Angst. Frag mal Dry. Oh, hat er schon Erfahrung damit gemacht? Oder hat er da was kaputt gemacht? Oder was ist da los? Oh, wir sind voll. Scheiße. Ein altes SimCity, so wie es früher war. Oh ja. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, ich fand die Idee hinter dem letzten SimCity, das rausgekommen ist, ich fand die Idee dahinter echt cool, muss ich sagen. Auch so, dass du gemeinsame Bauprojekte und sowas hast. Ich fand das nice. Leider war halt der Ansatz ein falscher mit diesem Online-Zwang und dadurch hat man sich halt viele Kunden vergrault tatsächlich. Das ist schade. Aber unterm Strich halt irgendwie selbst und schuld. SimCity 4 war halt noch geil. War wirklich geil. Muss man ganz klar sagen. Ach, das ist Granit. Okay. Diorit. Andesit. Okay.
City Skylines hat's geholfen. Ja, absolut. City Skylines ist auch nice. Das macht doch Spaß. Da kannst du halt wirklich gar nichts sagen. Oh, der Frank! Hä, macht der Frank schon Schluss? Frank, was ist da los? Wir haben 20 vor 1. Frank, was ist da los? Vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Horst. Danke, Frank, für den Horst. Vielen, vielen Dank. Und an alle Funkies? Heißt ihr so? Keine Ahnung. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank. Franken, ja, oder Franken. Möpse, ach, Möpse war das, genau. Ich entschuldige mich. So viele Möpse jetzt bei mir hier als Zuschauer. Da stehe ich drauf. Frank hat mir wieder seine Möpse reingeschmissen. Cool. Denkst du, es wird wieder mit Seven Days to Die weitergehen? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das Ding ist bei Erik momentan, habe ich ja am Anfang vom Stream schon drüber gequatscht gehabt, mit Motivation und so, und dann aufnehmen. Aber das Ding ist, das, also an sich, mit Sicherheit schon irgendwann nochmal, aber wir waren halt einfach super, super down. Weil halt das so extreme Probleme gemacht hatte. Das hat uns einfach so derbe runtergezogen. Wir waren voll drin im Game und dann kamen diese Ruckler. Dann war es halt irgendwie so ein bisschen... Aber wir haben ja noch so viele Spiele zu zocken, ganz ehrlich. Es gibt noch so viel zu tun. Noch so viele Spiele, die wir gemeinsam zocken können. Abseits von Seven Days und sowas, ne? Echo zum Beispiel wäre eine zweite Staffel halt auch nochmal extrem geil. Würde ich hart feiern. Zum Beispiel auch gerne mit dem Funk, ne? Also ich nehme unglaublich gerne mit dem Funk auf. Wir kannten uns ja vorher jetzt, sage ich mal, nur vom Hörensagen. Und so vom Zuschauer hin und her geschiebe auf Twitch. Aber ich muss sagen, mit dem Funk aufnehmen, mit dem Funk und mit dem Erik, das ist einfach super entspannt. Super entspannt, super spaßig, super entspannt und einfach cool. Klingt jetzt noch mega Geschleime, aber ist halt leider einfach die Wahrheit. Tut mir leid. Und von daher, also ne? Ich meine, Echo, wenn der Roll Frank da auch dabei sein will, ne? Wäre halt schon cool. Gerade bei Echo ist es ja cool, wenn mehrere Leute dabei sind, weil man da ja so komische. Man kann da ja so komische Deeds. Warum bin ich schon wieder hier oben? Kann man da ja verkaufen. Und so, ne? Green Hell? Mit Green Hell habe ich mich noch nie beschäftigt, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das ist. Keine Ahnung, kenne ich nicht. So, wenn man dann hier so runterkommt, ich überlege halt jetzt gerade, wie wir das am besten machen. Ich glaube, also cool wäre natürlich gewesen. Wobei, was heißt cool wäre gewesen? Kann man ja immer noch machen, ne? Ich meine, theoretisch gesehen müssten wir ja nur... Hörte die Zahnräder rattern. Toll. Danke. Ich muss überlegen. Schätzchen, ich muss überlegen. Wie wir das jetzt am besten machen. Ich lege gerade mal kurz die Gleise hier so hin. Nur um es mal gesehen zu haben.
Cooler unterirdischer Friedhof. Toll, danke. Super. Ich sag mal, der Sinn dahinter wäre eigentlich gewesen, ich hätte jetzt gerne hier... Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen in die Breite gehen, glaube ich. So viel steht fest. Ich mache das hier gerade mal wieder zu. Wir müssen es nachher wieder wegmachen, ich weiß. Das Ding ist halt, ich hätte halt gerne hier diese typischen U-Bahn-ähnlichen Dinger hier, weißt du? Diese hier. Aber dafür ist das zu klein. Das muss ein bisschen größer hier sein, glaube ich. Das sieht sonst irgendwie doof aus. Und ich überlege auch gerade noch, wie wir das am besten mit den Gleisen machen, weil so sieht es fast ein bisschen lächerlich aus, ne? Die Dinger nennen sich Säulen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin gerade im Überlegemodus. Ich möchte richtige Bahnhofshaltestelle. Ja, so einen richtigen U-Bahn-Ding halt. Ich glaube, wir machen es so.